Jo, was geht ab, Leute? Und zwar habe ich endlich seit langem das bekommen, was ich die ganze Zeit mir schon auch, würde jetzt behaupten, 5 Monaten haben wollte. Jetzt habe ich es mir endlich mal gegönnt. Klar, als Alleinverdiener muss man natürlich auch ein bisschen erstmal auf Seite, Geld auf die Seite legen, um sich so etwas natürlich zu gönnen. Nach meinem Intro auf jeden Fall geht's gleich los. Endlich, mein Karton ist da. Da ist mein Geschenk da drin, wirklich. Ich habe mir eine neue Actioncam gekauft. Hier, GoPro Hero 10, auf jeden Fall. Wirklich eine geile Sache. Nur nochmal dazu, es wird gleich davon nochmal ein Video kommen. Nicht rausgehen, schaut euch das neue Video an mit dieser Kamera. Es wird nur ein kurzes Video sein, wie ich die Körbe oder so nehme. Wie es da auf jeden Fall aussieht, was für ein Umfang das auf jeden Fall aufnehmen kann, beziehungsweise es wird mit 5,3K aufgenommen, aber ich werde es mit 4K also runterskalieren, weil ich habe Programme, die kann nur bis zu 4K. Ich bearbeite meine Videos gerade derzeit mit Power Director und ja, das war's auf jeden Fall. Geiles Stück. So. Auf jeden Fall, eine geile Sache gibt es hier auf hundertprozentig. Es hat auf jeden Fall einen GP2-Prozessor. GP2-Prozessor, wo auf jeden Fall hier einiges an der Geschwindigkeit vom Prozessor, also hier, was da drin ist, ist auf jeden Fall sehr flüssig. GoPro Hero 9 soll jetzt auf jeden Fall einige Sachen hängen, wie zum Beispiel hier vorne Front-Display. Oder wenn man so in den Menüs so rumgehen sollte, ist hier anscheinend wirklich besser gemacht worden. Die GoPro Hero 9 hatte ich ja nicht. Ich hatte mal, glaube ich, eine 7, die mir sofort irgendwie bei der, da war es draußen, ich glaube, das war extrem heiß, so um die 35 Grad. Und das Ding ist mir irgendwie verreckt, ist dann auch nicht mehr angegangen. Deswegen GoPro war jetzt irgendwie, seit langem will ich es jetzt mal wieder mal wirklich mich rantrauen. Und zwar hat diese Cam anscheinend, also diese Action Cam ist anscheinend bis jetzt aktuell einer der besten Action Cams, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Meine Osmo Action, die ich hier jetzt gerade habe von DJI, die hat ja nur 12 Megapixel und dieses gute Stück hier hat ja 23 Megapixel. Das heißt, wenn ich Videos bearbeiten sollte oder Fotos bearbeiten sollte, wird es auf jeden Fall viel klarer sein, auch wenn ich mal ein bisschen ranzoomen sollte, vor allem mit 5,3K. Und 60 FPS bei 5,3K, 60 FPS und bei 4K sind schon 120 FPS, was auf jeden Fall eine richtig geile und schöne Sache ist. Unter Wasser werde ich die Cam ja nicht mitnehmen, das heißt, ich mache damit ja eigentlich nur Vlogging bzw. Games-Aufnahmen und das war's in der Regel, aber wer weiß, zu was man das eigentlich noch alles gebrauchen kann. So, genug geredet. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal auf. Und zwar eine Sekunde. Mach dich scheiß mal ab. Hallo. Was haben wir alles da drin? Ich habe die ganz Standardversion geholt, also kein mit bestimmten Sachen. Die Sachen sind auf jeden Fall jetzt drin. Wir haben hier eine Action Cam, natürlich die GoPro Hero 10. Dann haben wir hier so einen Aufsatz, wo man das irgendwo. Irgendwo dran machen kann, irgendwo hinbeppen und dann kann man die GoPro Hero dann dran machen mit diesem schönen Ding hier. Eine Sekunde, Ladekabel gehen wir weg da. Mit diesem Ding hier macht man hier halt drauf und die Action Cam drauf und dann ist das Ding auf jeden Fall geklärt. Ein Ladekabel und das war's. Also mehr hat dieses Zeug hier nicht drin. Die kleine Action Cam ist etwas größer als meine Osmo Action. Also die Box hier ist aber auch nicht schlecht, die brauche ich aber nicht. Ich habe die Action Cam sowieso dauernd draußen. Ich habe auch dafür schon mal eine Hülle bestellt gehabt. Auf jeden Fall überall noch Folien. So sieht das gute Stück hier aus. Und hier, was ich auch wirklich gut, extrem geil finde, ist, dass man hier schon selber rausziehen kann. Das heißt, man kann sie auch wieder einklappen
So sieht das Ding dann auch aus. Und ich glaube, bei GoPro Hero 9 oder 8 war es, ich weiß es gar nicht, war es so der Fall, wenn die Dinger hier kaputt sind, hat man Arschkarte. Und das Gute ist, bei dem hier, sollte das Ding mal wirklich kaputt gehen, kann man hier auf jeden Fall, hier gibt es Schrauben, und einfach abschrauben und neu wieder dran machen. Ist auch eine gute Sache, ich weiß aber nicht, was es am Preis wirklich kosten wird. Ja, wie gesagt, Schutzhülle habe ich schon dafür bestellt. Dann habe ich auf jeden Fall hier so eine Panzerfolie bestellt für die Gläser hier. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Ich werde jetzt hier an diesem Ding auf jeden Fall ein bisschen rumfuchteln. Gerade wenn ich es anmache und die Sachen zum Beispiel, was da drin ist, welche Möglichkeiten ich damit eigentlich alles machen kann. Ich meine, ich brauche dieses Zeitraffer und dieses Slow Motion und so weiter ja gar nicht. Ich mache das ja alles im Programm. Aber die Linse ist hier abnehmbar, was natürlich für mich... Ich will es jetzt nicht schrotten, warte mal. Ah. Hey, cool. Linse ist auf jeden Fall abnehmbar. Man kann hier auch eine neue Linse draufballern. Ich glaube, das ist so Fischaugenlinse. Die brauche ich, glaube ich, nicht, weil den sein Weitwinkel ist schon wirklich sehr gut. Ich würde sogar behaupten, besser als meine Osmo Action. Aber jetzt mal gucken. Einige Videos werden ja auch damit kommen. Ja, müsste schon auf jeden Fall passen. Aber es werden einige Videos auch damit gemacht. Natürlich auch mit meiner Osmo Action. Ich meine, diese Cam, meine Action Cam, war die erste Action Cam, die ich in der Hand hatte. Und die macht wirklich hammergeile Bilder und hammergeile Videos. Aber das da hier wird die natürlich auch ein bisschen ersetzen müssen. Weil das Ding ist ja auf jeden Fall in einem neueren Zustand und in einem besseren Zustand. Akkulaufleistung ist auch ein bisschen besser. Ich freue mich auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall da. Und dazu wird auf jeden Fall jetzt gleich noch dranbleiben, ein Video kommen und beurteilt selbst. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Bleibt dran. Es kommt auf jeden Fall jetzt nochmal ein Video da über eine Aufnahme mit dem hier beim Basketballspielen. Und ich hoffe, euch gefällt mein Video mit dieser Cam. Das war's. Wir sehen uns gleich. Peace. Jo, was geht ab, Leute? Und zwar, wie gesagt, ich habe mir jetzt gedacht gehabt, ich nehme mal mit der GoPro Hero 10, was ich auch schon ein Unboxing daraus gemacht habe, gleich mal eine Videoaufnahme, sodass ihr gleich mal wisst, wie die 5K-Aufnahme mit dem Ding überhaupt ist. Und ansonsten war es das. Ich nehme jetzt ein paar Würfe, das wird einfach ein kurzes Video sein, deswegen wird hier einfach nur mit hinzugefügt mit der Unboxing. Und ja, bleibt dran. So was geht nicht rein. Guck mal. Alter, jetzt geht kein Ball mehr rein. Ja, das war's auf jeden Fall mit den Aufnahmen. Nebenbei natürlich nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren und natürlich weiter teilen, um mich dabei zu unterstützen. Hierbei habe ich eigentlich nur ein paar Aufnahmen gemacht, um mit der 5,3K, ist es ja 5K, auf jeden Fall so ein Video zu machen, um auch mal von der Nähe mal zu zoomen, mal dies und das zu bearbeiten, sodass ihr sehen könnt, wie die Qualität jetzt mit dieser Cam ist und wie die Qualität mit meiner Osmo Action auf jeden Fall ist. Alter, ich bin aus der Puste. Ich danke euch auf jeden Fall. Wir sehen uns. Peace.